Und da wären wir auch schon wieder. Wir haben noch 6 Leben. Ja, das ist gut. Abgesehen davon, dass wir noch 6 Leben haben, ganz viel zu tun. Ganz viel zu tun. Also zum einen brauchen wir einen Fuzzy-Exporter, um unserem E-System ein wenig zu entlasten. Denn es kommt hier öfters zu Problemen, dass die Anzahl an verschiedenen Gegenständen ausgelastet sind. Also es würden mehr, sagen wir mal, mehr Cobblestone reinpassen, aber es sind zu viele verschiedene Gegenstände drin. Das ist das eine Problem. Das andere Problem, dass auch die Anzahl an Gegenständen, ne, problematisch ist. Also wir sollten demnächst einen Fuzzy-Exporter bauen, der zum Beispiel diese einzelnen Gegenstände, die wir eigentlich nicht wirklich brauchen, wie zum Beispiel Lederhelme, Lederrüstung, Goldhelme, Bögen, die sowas dann exportieren und zerstören, damit wir die verschiedenen Gegenstände frei bekommen. Und dann brauchen wir noch die Deep Storage Buses, um Cobblestone, Sand, Holz und so weiter einzulagern. Und dafür muss ich immer wieder zwischendurch Obsidianpulver da hinten reinbappen, damit wir das Glas bekommen. Induction Smelter, genau hier. So, das ist Punkt 1 für heute. Punkt 2 für heute war die Barrel Mauer. Die sollte weg. Und wir kommen hier langsam echt nicht mehr durch. Hier, die Barrel Mauer sollte weg. Die hatten wir ja schon vor zig Folgen mal entleert. Und primär geht es darum, dass wir hier durchgehen können. Oder durchfliegen können. Ah, mit der Axt geht das echt schnell. Okay. Ich hatte ein bisschen mir Sorgen gemacht gehabt, weil ich dachte eigentlich, dass die Barrels nicht als Holz zählen beim Abbauen. Kam mir jedenfalls früher so vor. Das ist vollkommen egal, mit was man es abgebaut hat, dass es recht lange dauerte. Aber da habe ich mich entweder falsch erinnert oder es wurde inzwischen was gepatcht. Das heißt, das kann hier alles ganz schnell weg. Dann sieht die mittlere Plattform schon mal etwas ebener aus. Und nicht so seitenlastig, wie sie vorhin war. Ja, sehr gut. Sehr schön. Oh, ich freue mich schon, wenn das fertig ist. Also komplett fertig ist, dieser fliegende Würfel. Es ist eigentlich zu schade, da so einen Schutzmantel drumherum zu legen. Ich muss mal gucken, ob ich das hinbekomme mit der Kabellage, dass die nicht ganz außenrum läuft. Dass wir uns die Zwischenwände außenrum vielleicht sparen, damit man diese Einbuchtung sehen kann. Sonst würde ich, also wenn wir doch den Dreierabstand hier machen für den Zwischenraum und dann noch eine Außenwand, dann würde ich hier künstliche Einbuchtung machen, dass man so erkennen kann, wo die Einbuchtung wären, wenn man sie denn sehen könnte. Ja, guti, guti, guti. Turm später, Netherportal. Könnte ich jetzt in der Folge machen, aber das dauert definitiv eine ganze Weile. Ich denke, das mache ich lieber im Zeitraffer. Das haben wir also abgehakt. Dann Seared Bricks wollten wir automatisieren. Das heißt, wir hätten gerne ein Fluiduct. Mehr nicht. Nur ein. Die können alle rein, 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 rein. So, ein Fluiduct. Dann brauchen wir ein Servo. Da. Klick. Du da, du da, du rein. Und das war's eigentlich schon, oder? Ah, wir brauchen die Gussform noch. Ich weiß nicht, unter was die ist. Scrollen wir durch. Da ist eins. Iron Cast. Ingot Cast. Genau. Du da. Nein, nicht mein Schwert. Du da. Du weg. Du. Oh. Ja, nicht gut. So. Dann dich. Da rein, dich so einstellen, dass du immer funktionierst, genau. Und dich anmachen. Ich hätte vorher das einstellen sollen, dass es hier Bricks sind, oder? Oh, und hier müssen wir nicht mit Cobblestone arbeiten, sondern wir können mit dem Compressed-Zeug arbeiten. Davon. So, 16 Stück sollten auf jeden Fall reichen. Blub. Rein mit dir. Ja, das Problem, was ich jetzt nämlich sehe, ich halte das mal ganz kurz an. So. Problem, was ich jetzt sehe, sobald die Seared Stones hier alle sind, was nur noch 7 Blöcke sind, würde er anfangen, Elektrum, Invar und so weiter reinzutun. Was ja nicht schlimm ist. Problem ist nur so eine Sachen wie hier zum Beispiel Platin. Da haben wir Nuggets. Und dann würde er das Ding zur Hälfte mit Platin füllen und dann kommt der Rest nicht nach. Also, ne? Warten, bis es eingeschmolzen ist hier und werfen das Ganze dann an.
Und wenn das hier eingeschmolzen ist, dürften wir alles proppevoll haben in der Smeltery. Das war die eine Sache. Dann hätte ich auch noch gerne Bricks, ja, um die Hochöfen zu erweitern. Das hatte ich vor, ich glaube, 2-3 Folgen schon mal vorgehabt. Habe auch ganz häufig erwähnt, wie wichtig das ist und wie praktisch das wäre und so weiter und habe es dann trotzdem gelassen. Deswegen versuche ich das jetzt mal nachzuholen. Und zwar hier. Ting, ting, ting. Oh, ich sehe ganz viel Kobbel drin. Und. Komm schon, spring hoch. Ein Tick noch. Bam. Bam. Okay, fällt neu. Oh, zur Hölle. 15 Blöcke. Hä? Ah, ist irgendwas nicht richtig. Gib mal ganz viel Zeug. Haben wir noch mehr komprimierten Cobblestone? Hier, triple compressed Cobblestone. Wenn du das isst, müsstest du eigentlich platzen, Smeltery. Und währenddessen können die hier weiterarbeiten. Weil 28 Ingots kriegen wir, glaube ich, nicht hin in der Zeit, wo das hier einschmilzt. Okay, ja. Das heißt dann, sobald ich sicher bin, dass genug Searstone drin sind, werden hier... Ne, es sind keine Searstone, das sind... Doch, das sind Searstones, die da hergestellt werden. Und das hier sind Scorched. Davon brauchen wir auch noch welche. Oder habe ich da vielleicht noch was im System? Ja, habe ich. Warum habe ich dann die Hochöfen nicht zu Ende gebaut? Sehr komisch, sehr komisch. Aber na gut. Ting, ting. Ja, weil wir eh noch mehr davon brauchen. Ja, ist okay. Geht das auf? Warte mal, du. Also mache ich das Ding jetzt kaputt. Da ist keine Lava drin, das ist schon mal gut. Dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lass mich in die Zwischenebene. Weil theoretisch, das wurde auch schon erwähnt, könnte ich ja. Warum darf ich jetzt nicht mehr hier hoch? Oh, Kabel weg. Kabel weg. Theoretisch könnte ich ja hier, na, den Hochofen höher machen. Und dann oben drin, in der letzten Ebene, hier einfach die Importer und Exporter ranpappen. Also die Ducts kommen dann hier hin und die, wie auch immer das andere Ding heißt. Es gibt ja einen Block für Zufuhr und einen für Abfuhr. Und wir brauchen zwei zu und einen ab. Dann müssten wir den hier hinten hinbappen, dann könnten wir sie oben drin machen. Aber Spielerei. Solange du jetzt funktionierst, ist alles gut. Okay, warum exportiert er mir jetzt nichts rein? Das hatte ich ausgestellt, ne? Genau, Kohle ist nur für den Brennstoff. Weil ich die Stahlproduktion von Hand machen wollte. Gut. Wie viel Stahl haben wir denn? 27 Blöcke. Oh, ist ein bisschen was. 226. Ist ein Anfang. Okay. Wie viel Eisen haben wir? 2600. Hm, okay. Bitte eins. Na komm, zwei Stacks Eisen. Die machen wir noch zu Stahl. Und den sollten wir auf jeden Fall genug haben für einen kleinen Reaktor. Wenn nicht, wäre es komisch. Und jetzt haben wir hier auch mehr Slots. Das ist echt praktisch. Okay. Also dich haben wir schon mal fertig und dich bauen wir dann später noch aus. Was hast du eigentlich gerade so alles drin? Bist du noch fleißig am Einschmelzen? Ja, Gold und Eisen und all das, was wir halt so kennen. Judy. Wie schaut das jetzt hier oben aus mit dem explodierenden Cobblestone? Das sieht doch viel besser aus. Ja, 126. Warum? Ich habe einen bösen Verdacht. Molten Elektrum, genau, den Verdacht hatte ich. Geh weg. Nimm. Okay, dich müssen wir kaputt hauen. Nee, dich müssen wir kaputt hauen. Müssen wir dich neu hinsetzen.
In dem Ding ist Molten-Elektron. Das heißt, du musst auch wieder weg. Samt dem Servo. Du musst da wieder hin. Du musst da wieder hin. Du musst da wieder ran. Jetzt überprüfen wir zuerst, ob die Seals da unten sind. Ja, sind sie. Du rauspumpen. So, jetzt müsste das alles gut sein. Klick, klick, klick. Das ist immer noch schön regelmäßig machen, damit wir den zweiten Ofen auch noch höher bekommen. Da brauchen wir nicht unbedingt die Slots. Bei dem zweiten Ofen geht es eher darum, dass die Temperatur des Ofens höher ist und dadurch der Schmelzvorgang schneller läuft. Ding, ding, ding. Oh, nein, das war falsch. Klick. So. Also, Netherportal wollten wir später machen. Die Barrelmauer haben wir abgerissen. Seared Bricks sind wir dabei. Scorched Bricks sind wir auch dabei. Den Fuzzy-Exporter für Bögen, Rüstung und dergleichen. Das klingt nach einem guten Zeitvertreib. Hier durch, dadurch. Ja. Und Chips. Ja. 60 Types. Und die Gegenstände sind auch fast voll. Sind aber auch nur 4K-Chips. Du. Und eine Maschine, die dir eigentlich komprimiert. Ich könnte Cobblestone mit in den Exporter packen, oder? Von dem Ding. Von dem Auto-Packager. Ich drehe dich mal ganz kurz weg, weil ich gucken will, was da ankommt. Gehen wir nach oben. Ja, so. Nix momentan. Okay, du exportierst spaßeshalber mal Cobble. Was? Cobble ist drin. Oh. Compressed Cobblestone. Das klappt sogar ziemlich gut. Exportier bitte auch nochmal Compressed Cobblestone. Dann müsste gleich Double Compressed Cobblestone rauskommen. Haken ist jetzt nur, dass er das stackweise exportiert. Und ich denke mal, wir verbrauchen ja wieder mehr Cobblestone, als wir den generieren. Und theoretisch haben wir... Was war das? Und theoretisch haben wir irgendwann kein Cobble mehr für die Lava-Generation. Ist schon auf 10k runter. Das heißt... Weiß nicht so ganz. Ja. Ja, es ist nur ein so ein Dingens. Geht eigentlich. Okay, dreh den Importer mal wieder so hin. Und wenn wir irgendwann merken, dass wir keine Lava mehr haben, was unwahrscheinlich ist, weil wir, ne, 3 Kilo Buckets haben, dann schalten wir das wieder aus, dann werden wieder mehr Cobblestones ins System gepackt und wir haben dadurch wieder mehr Lava. Goodie. Fuzzy Exporter. Nicht ablenken lassen und so. Fuzzy Export Bus braucht bestimmt ein Basic Export Bus. Dafür brauchen wir eckige Dinger und runde Dinger. Bau eckige Dinger. Ich hätte die gerne stackweise, aber ich will jetzt nicht ein Stack davon bauen und dann haben wir wieder 3-4 Folgen lang irgendwelche Ressourcenprobleme. Also baue ich jetzt nur 4 davon. Baue maximale Anzahl. Oh. Wir hatten noch runde Dinger. Okay. Du da, du da, du da. Bau mal 3 davon. Haben wir Diamantchips? Ja, haben wir. Sehr gut. Also, Fuzzy Export Bus. Ähnlich wie der Precision Export Bus. Also man kann ihn konfigurieren, ob er Redstone-Signale bekommen soll oder nicht. Und dass er mehrere Sachen exportieren soll. Schöner Haken an dem ist allerdings, wenn man normalerweise bei einem Exporter sagt, exportiere doch bitte einen Bogen. Dann sucht er im ME-System nach einem Bogen, der aber voll repariert ist und nicht versaubert. Und wenn ich das mit einem Fuzzy mache, dann müsste er theoretisch, wenn ich jetzt einen Bogen nehme, dann nimmt er die ID vom Bogen, also 261, und die Zahl dahinter halt nicht, weil 269 hinten dran ist was anderes als 345 hinten dran oder 341. Das ist halt hier der Reparaturzustand zum Beispiel. Die hintere Zahl wird dann ignoriert und einfach alle Bögen werden weggeschmissen. Sehr praktisch. Das Ganze machen wir nochmal bei Boots. Obwohl das hier echt nicht viele sind. Wovon haben wir denn, also welche Trash-Sachen haben wir denn viele? Mit viele meine ich jetzt
Das geht. Wir haben ein paar Rüstungen. Es sind hauptsächlich Bögen. Ja, definitiv Bögen. Und die Goldsachen. Theoretisch könnten wir die Goldsachen miteinander kombinieren, um sie dann hoch zu reparieren. Und sobald sie vollen Reparaturstatus haben, könnten wir sie in das Smeltery einschmelzen. Aber, 74 Goldblöcke. Ich glaube, das brauchen wir nicht mehr. Also einen Goldhelm nehme ich nochmal mit. Eine Goldbrustplatte nehme ich mit. Du kannst rein, du kannst rein, du kannst rein. Schuhe nehme ich mit. Und Leggings.